Hallo und willkommen zu diesem etwas anderen Let's Talk. Ich möchte mit euch etwas reden, was mir passiert ist oder meinem Bruder sogar, was ein bisschen ungewöhnlich ist und eigentlich auch mal zeigen, wie dreist Betrüger vorgehen. Ja, worum handelt es sich? Ihr habt es im Thumbnail gesehen. Es geht um dieses Lego Ahsoka Set. Das ist von Amazon, haben wir es direkt bestellt, neu. Wir haben es neu bestellt. Und ich will damit nicht sagen, dass Amazon der Betrüger ist. Also das will ich nicht unbedingt. Denn ich vermute mal, es lag daran, ganz grob schon mal vorgegriffen, dass das im Top-Zustand oder guten Zustand aussah. Und die das sagten, okay, es ist jetzt noch neu OVP, packen wir es wieder ins Lager und verkaufen wir es nochmal, weil es wahrscheinlich als Retoure zurückging. So, aber ja, was soll ich sagen? Wir sind einem schönen Betrug haben einen Betrug aufgedeckt, haben einen Betrug ertragen müssen, wie auch immer man das sagen möchte. Es ist echt traurig geworden, wie dreist doch Betrüger geworden sind und jetzt auch schon so ein Lego-Set und es wird einem neu von Amazon verkauft. Amazon, wie gesagt, der trifft keine Schuld, die Entscheidung. Die Verpackung sieht okay aus, die sind ungeöffnet aus. Verkaufen wir weiter. Kann ich nachvollziehen, deswegen sage ich ja, Amazon trifft nicht unbedingt die Schuld, weil das rauszufinden, da hat man es für aufmachen müssen. Ja, wie war denn die Geschichte nochmal von vorn? Also, dieses Lego Ahsoka Set, so eben zu einer neuen Serie für Ahsoka, hat mein Bruder bestellt bei Amazon. Es kam dann ja auch an, neu. Klar, man hat sich gewundert, aber das ist ja auch normal, dass schon die Box an sich so ein bisschen geditscht war. Hier oben war eine Delle und auch hier unten an der Seite war eine Delle. Man sagt sich aber, schicke ich es deswegen extra zurück. Hier oben war eine Stoßkante. Ja gut, schicken wir es zurück, schicken wir es nicht zurück. Die Frage ergibt sich dann ja auch immer, wenn man so ein bisschen einen OVP sammelt. Oder zusätzlich OVP sammelt. Mein Bruder baut es natürlich auch, sonst wäre der Betrug gar nicht erst aufgefallen. Muss man ganz ehrlich sagen, sonst wäre einem echt der nicht aufgefallen. Naja, jedenfalls hat mein Bruder es geöffnet. Mein Bruder baut ganz gerne eben halt zum Fernsehen gucken und so weiter und die ganzen Modelle. Und ihr seht jetzt hier, so mein Bruder das vorsichtig mit dem Messer aufgeschnitten. Und das ist, die Seite war auch okay. Ihr seht, das sind so diese Klebestellen entsprechend. Die werden halt mit dem Cutter hat er dann vorsichtig das, die Klebe gelöst und so weiter. Das sieht man auch, das ist ganz normal. Und dann hat er diese schönen Lego-Tüten. Nehmen wir zwei Stück raus, sind noch ein paar mehr drin. Die sehen alle auf ersten Blick top aus. Ihr könnt sehen, geschlossen, verschweißt, so wirkt es auf den ersten Blick. So, das ist jetzt Nummer 4 und das ist Nummer 3. Ihr seht, alles sieht original aus, wenn man es genau so achtet. Also was macht man regulär? Man nimmt den Bauplan heraus, hat mein Bruder auch gemacht, der Bauplan. Entsprechend, der Bauplan ist hier drin, nimmt den raus. Und fängt dann so an, wie die das gerne vorgeben. Man macht sozusagen Beutelchen 1 auf. Wie haben wir es? Hier fängt irgendwo die Seite 1 an. Das ist schon Bauplan 2, aber egal. Dann liegt der noch drüben. Auf jeden Fall, man nimmt sozusagen den Bauplan und dann steht da immer entsprechend, jetzt bauen wir vom Beutel 3, dann macht man Beutel 3 auf oder 1 und mein Bruder hat 1 geöffnet und wundert sich, da sind Figuren dabei, aber warum ist da plötzlich ein goldener C3PO Körper dabei? Haben wir noch nie gehabt. Ist ja auch nicht, wenn ihr seht, es sollen dabei sein Ahsoka, Sabine, Yu Yang und Marok. Das Bild zeigt das ganz deutlich eben halt, welche Figuren dabei sind und ich zeige euch das auch im Detail, dann dieser goldene C3PO. Der sieht gut aus, aber einem wunderte einem schon mal, Gold, wo war bei ein goldener C3PO bei? Und naja, mir fiel auf, dass die Beine leicht schief sind. Naja, gut, okay. Ist es vielleicht ein Fehler? Also wir haben wirklich erstmal gedacht, komm, Lego hat das da einen Fehler gemacht? Wurden die falschen Figuren in dieses Set mit eingearbeitet? Ist da irgendwas passiert? Ist ja auch möglich. Aber man muss dazu sagen, wenn ich so zurückdenke, in den 30, 40 Jahren, die wir Lego bauen und mein Bruder baut jetzt in den letzten 20 Jahren bewusster, er hatte zwar mal das ein, zwei Steinchen fehlen,
Aber das war wirklich ganz selten auf die 20 Jahre gerechnet. Regulär. Und warum sollten jetzt alle Figuren falsch sein? So, dann haben wir hier eine Ahsoka gehabt in dem einen Tüte. Die sieht auf ersten Blick okay aus, aber es entspricht nicht der Ahsoka, die hierbei ist. Das ist eine Ahsoka, wie sie aussieht, aus der Lego-Serie von Rebels. Und wie gesagt, der komische Kopf, der dabei war bei dem Set, wo C3PO drin war, oder dieser C3PO, war sehr merkwürdig. Also wie gesagt, wir sind erstmal am Wundern und dann sind wir auch diese Tüten. Mein Bruder hat erstmal ganz normal die Tüten durchgeguckt und hat dann geguckt, Mensch, hier ist dann noch eine andere Figur drin. Ja, ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen. Frei zu machen. Na komm. Da. Hier ist auch so eine Figur. Ich werde davon ein Foto nochmal machen. Und die sieht auch merkwürdig aus. Die sieht nicht so aus wie er jetzt hier. Der Helm ist höher, die Farben. Nichts stimmt da irgendwo. So, wie gesagt, die sind in den Tüten drin. Und hier haben wir eine Sabine drin. Die sieht auch nicht aus wie die, sondern die sieht auch aus wie die aus Rebels. So, und dann haben wir erstmal überlegt, wie kann das angehen? Ich meine, gut, Fehler passieren, aber nur die Figuren sind anders. Und dann haben wir viel nachgeforscht natürlich. Ist das eine Fehlpressung? Ist da ein Fehler bei Lego passiert? Man hat sich ja echt so erstmal noch nicht so viel Gedanken gemacht. Naja, und dann sind wir weiter eben halt geforscht. Mein Bruder hat sogar mit Lego telefoniert. Und dieser goldene, also ein goldener C3PO, der war dann wirklich echt gold, wurde in einer Jubiläumsausgabe nochmal beigelegt. Der sieht aber nicht so aus wie dieser hier auf dem Bild. Jedenfalls hat er eine andere vorne, eine andere Bedruckung als das, was wir kennen. So, also forschen wir weiter. Wo kann der Fehler liegen? Weil man ging ja nicht davon aus, dass da jetzt, dass man da einen Betrug aufgesetzt war, sondern dass ein Fehler vorliegt, weil es war ja neu. Ne, die Box ist total top. Ja, so, und dann gucken wir rein und überlegen und forschen nach. Nee, Lego meinte auch, eigentlich ist uns kein Fehler unterlaufen. Ja. Und dann war die Überlegung, was kann sein? Und dann hat mein Bruder sich eine der Tüten mal ganz genau angeguckt. Wir haben ja noch nicht alle geöffnet zum Glück. Und dann, wieso ist da Tesafilm-Streifen an der Seite? Hier, ich blende euch ein Foto ein. Und ihr seht, da ist ein Tesafilm-Streifen. Bei der Tüte 3 jetzt zum Beispiel oder auch bei Tüte 4. An der Seite ist ein kleines Teil geöffnet worden und ein Tesafilm-Streifen so auf diese Verschweißung geklebt. Man kann es sehen, aber man muss wirklich genau hingucken, weil man würde die Tüten ja normal aufreißen und das ist schon geschickt geklebt. Wie kann das angehen, dass da ein Tesafilmstreifen ist? In dem Fall wussten wir natürlich nicht, dass das von einer Retoure wahrscheinlich von Amazon stammt und dass das zurückgeschickt wurde. Wie gesagt, wir sind noch am Nachforschen gewesen. Also haben wir hier geguckt. Hier oben, wo mein Bruder aufgemacht hat, war nichts geöffnet. Und dann haben wir uns nochmal die Unterseite angeguckt und hier in der Unterseite kann man ja auch sehen, habe auch versucht, das nochmal in einem extra Foto und Video zu machen. Da ist so eine kleine Bruch- oder Knickkante, die schon ein bisschen merkwürdig ist, aber es kann sein, wenn hier zusammengequetscht wurde. Und dann ist uns aufgefallen, Moment mal, hier unten, diese ganze Kante, das ganze Teil ist wesentlich enger und stärker verklebt als eigentlich die normalen Fassungen. Und wir haben dann nochmal eine andere Box von einer ganz anderen Sache zur Rate genommen, ob die unterschiedlich geklebt sind. Nein. Somit wurde hier, genauso wie mein Bruder das gemacht hat, weil geschickt eben halt hier oben öffnen die meisten ja, wurde es unten geöffnet. Also hat jemand das geöffnet, später komplett natürlich wieder verklebt, hier kleine Schnitte reingemacht, in die Seiten ganz vorsichtig geöffnet, die Figuren alle rausgenommen, Figuren, weil man muss dazu sagen, die Lego-Set-Figuren werden insgesamt, von denen noch nicht ganz so, aber später teurer verkauft. Die Sets selbst, wenn man sie nachkauft oder wenn man sie auf Flohmärkten kauft, ohne die Figuren, sind nicht viel wert. Die Lego-Sets mit den Figuren haben einen höheren Wert. Das heißt, es gibt auch viele, die sammeln nur die Figuren. Ich hätte zum Beispiel auch schon Lego Harry Potter Sets ankaufen können von einem Kollegen, der rein nur die Figuren sammelt. Ich hätte alles zu einem Schnäppchenpreis kriegen können. Aber, also wirklich, wenn ich als Lego-Bauer und so weiter, ideal. Aber wenn ich die Figuren auch dabei haben will,
da wird es schwierig. Die sind echt viel wert. Und ich habe es auch auf Flohmärkten erlebt, dass das da Händler gibt, die den Kindern die Lego-Sets verkaufen, dann nur die Figuren wegkaufen. Und das ist natürlich ein teurer Faktor. Das, was viele unterschätzen. Das ist so ähnlich wie die Ü-Eier-Figuren, die früher von den Kindern auf Flohmärkten weggekauft wurden, von den Sammlern. Ja, aber zurück zu dem hier. Also, jemand hatte das bei Amazon gekauft, vorsichtig geöffnet, Figuren rausgenommen, wieder alles geschlossen, zurückgeschickt und sagt, will ich doch nicht haben. Oder was auch immer dann gesagt ist, einfach rückgegeben und hat, ja, dafür andere Figuren reingetan. So, das sind aber keine Originale. Also, wir haben genau geguckt, es ist ja so, dass Lego auch klein Lego drauf schreibt. Das kann ich euch leider in einem Foto nicht wirklich zeigen, weil man kann es nicht richtig erkennen. Das muss man wirklich unter der Lupe dann sehen. Aber es steht mehrfach Lego drauf. Zum Beispiel kann man es erkennen. Also erstmal, das geht, die Beine gehen hier locker ab. Das ist unnormal bei Lego. Aber wo ihr zum Beispiel sehen könnt, wenn ihr Köpfe abnehmt, oben auf dem Lego-Hals, hier oben auf dem Lego-Hals steht normalerweise Lego drauf. Es gibt so ein paar Stellen, wo Lego steht, wo man genau guckt. Man muss eben halt das mit einer Lupe sehen. Und ja, dies sind alles Figuren, die alle hierbei sind in dem Set, sind Fälschung. Warum man überhaupt wieder Figuren dann zugepackt hat, ist mir ein Rätsel, weil das ist ja auch ein unsinniger Faktor, aber wahrscheinlich hat er es aber reingestopft. Ja, ne? Ansonsten wären vielleicht Figuren nicht wirklich da. Ja, also im Endeffekt hat man Fälschungen reingetan, zurückgeschickt und wir haben natürlich dieses Set gekriegt. Ja, so dreist gehen Betrüger vor. Also wir sind richtig geplättet gewesen. Wir mussten natürlich erstmal rausfinden, was wir machen. Inzwischen wissen wir, also deswegen habe ich auch noch dieses Video jetzt am Tage gemacht und nachher wird es noch verpackt und geht an Amazon zurück. Amazon nimmt das anstandslos zurück. Das ist Vorteil und inzwischen ist auch ein neues auf dem Weg, sodass mein Bruder es nochmal bauen kann, aber diesmal eben, ja, mit den richtigen Figuren, wollen wir mal so sagen, die richtigen Figuren. Ja, das ist schon echt dreist. Ne? Man weiß vom Betrüger, die bei eBay oder so, man kauft Bücher oder man kauft gewisse besondere Sachen, bekommt Ziegelsteine, falsche Bücher oder ja, Kartons. Da, ich habe jetzt von einem Kollegen gehört, da wurde eine Drohne gekauft und die wurde mit Bauschaum, wurde der Karton aufgefüllt, um ungefähr das Gewicht sogar zu haben. Also die lassen sich alles Mögliche einfallen. Aber so dreist habe ich Lego-Betrüger noch nicht erlebt. Also auf Flohmärkten kann man natürlich das haben, dass dann falsche Figuren dabei sind. Vielleicht auch Fälschungen und so weiter. Das kann ich auch alles nachvollziehen. Aber dass man das direkt so von Amazon kriegt und dass die schon betrogen werden. Ich meine, mit dem Nachforschen habe ich auch gesehen, es gibt Leute, die brüsten sich in Videos darüber, wie sie Amazon betrügen. Und im Endeffekt betrügen diese Leute nicht Amazon, sondern uns normale Käufer, die das kaufen wollen, sich eine Freude machen. Ich stelle mir jetzt vor, ich bin jetzt erwachsen, mein Bruder ist auch erwachsen, aber das hätte ich jetzt einem Kind geschenkt, zum Geburtstag, zu Weihnachten, was ja bald ansteht. Und dann hat er die falschen Figuren. Ich meine, auf den ersten Blick merkt er das nicht, aber jemand, der schon ein bisschen was merkt, fragt sich, wo sind meine Figuren? Und ist enttäuscht. Also Leute, ihr betrügt ja nicht nur uns Erwachsenen, weil es ist ja nicht nur ein Erwachsenen-Hobby-Lego, sondern auch die Kinder. Das ist dreist. Das ist echt dreist. Und ich habe mir gedacht, ich mache einen kleinen Let's Talk darüber. Ich erzähle euch diese Geschichte. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Vielleicht auch eure Erfahrung, was ihr an Betrug gemacht habt, wo man euch original verkauft hat, wo vielleicht auch der Händler unwissend das hat. Ich dachte jetzt nicht von Flohmarktverkäufern oder so. Da mag immer mal gemauschelt werden, das gibt es leider auch. Und ich habe auch genug, ist top, ist original. Und dann war eine Repro-Hülle von irgendeinem Super Nintendo-Spiel drauf, weil die Leute auch keine Ahnung haben. Aber sowas ist ja wirklich Amazon jetzt in einem Spielzeughändler, wo es vielleicht auch zurückgegeben wurde, wo die auch denken, ach ja, sieht da ganz normal aus, Karstadt Co. oder so. Man ist dann echt enttäuscht. Ja, also, das war dieser kurze Talk mal über diese, ja, Betrugssache, die mich echt ein bisschen, oder mich und meinen Bruder wirklich aufgeregt hat. Ja, wie gesagt, es geht glimpflich aus, indem wir es zurückschicken können und doch ist man sehr enttäuscht. Und gleichzeitig hat man natürlich auch nachgeforscht, weil sowas hat man nicht alle Tage. Also, in dem Sinne, ja, heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage, aber nicht mit einem anderen Thema. Wenn euch dieses kurze, interessante Video vielleicht gefallen hat, hinterlasst ein Like, ein Abo und kommentiert mit mir. Das ist ein Thema, wo es sich lohnt, darüber zu sprechen und da würde ich freuen. Lasst uns drüber reden, über
ja, dreiste Betrugssachen. Ja, jetzt auch schon bei Lego. Naja gut, dass es Lego-Betrug gibt durch die ganzen Falsche und Fälschungen und bei AliExpress und wer weiß wo, auch bei eBay kriegt man teilweise kartonweise falsche Figuren, auch bei manchen Händlern, auch ausländischen Händlern, die auf Flohmärkten, ich sag's ganz wie es ist, die haben auch teilweise Fälschungen da, ohne, die sagen das einem aber auch, ne? Das sind alles falsche Sachen, kannst du ja billig kriegen. Ja, und wie gesagt, sowas in ein Originalset zu packen, das ist wirklich dreist. Ja, das war's. Ne? Dreiste Betrüger, so gehen sie voran. Oder so gehen sie auch vor. Ich wollte einfach euch das erzählen, vielleicht auch zum Aufklären, ich weiß es nicht. Wir sprechen weiter in den Kommentaren und sehen uns und hören uns und sprechen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.